Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Wer Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute. Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie, endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Und
abschütteln! Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge! Das wird ganz schön eng! Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom! Aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug! Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Gesellschaft! Ich sehe sie! Verdammt! Seid ihr okay? Ja, nichts passiert! Nur etwas Glas in den Haaren! Lässt sich leicht rauskämmen! Daneben zu Fuß! Los, Bewegung! Nehmt sie in die Fange! Geht in die Deckung! Sie haben dich angeschossen!
los! Ich lade nach! Gehen wir uns danach lädt! Was hören? Los, Tom! Morello muss in der Nähe sein! Müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Hier runter? Hast du etwa einen Todeswunsch? Wo war ich gerade? Ach, ja. Ja? Ja. Geht der. Was ist heute mit dir los, Tom? Kommt schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Das ist tot, er weiß es nur noch nicht.
Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab. Wir sehen uns im Jenseits, Marco.